Heute geht's beim Reschke-Fernsehen um richtig schnelle Autos, ums Saufen, ums Kiffen und darum, im Straßenverkehr mal ordentlich die Sau rauszulassen. Und da soll noch einer sagen, wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind öffentlich-rechtlich. Herzlich willkommen zum Reschke-Fernsehen. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind, denn wir machen heute Schluss mit diesen bremsenden Schlechte-Laune-Nachrichten über den Niedergang Deutschlands. Stattdessen gibt es ein hochgetuntes Vollgasprogramm für alle Lebenslagen. Denn immerhin sind wir ein echtes Triple-A-Land mit den drei großen A's, um die uns die ganze Welt beneidet. Autos, Alkohol, Aggression. Nein! Nein! Unsere heilige Dreifaltigkeit sozusagen. Wir sind nämlich das Land der dichten Lenker und das Land, in dem es schon gefährlich werden kann, morgens seine Brötchen zu holen. Ein weißer SUV kracht in die Fensterfront einer Bäckerei. Solche Unfälle kommen durchaus vor und nicht immer gehen sie so glimpflich aus wie hier. Bei Unfällen ist oft Alkohol mit im Spiel. 2022 wurden mehr als 20.000 Menschen bei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss verletzt, zum Teil mit Todesfolge. Und dann kommen ja noch die ganzen Unfälle wegen anderer Drogen dazu und Drängeln und Rasen. Also Deutschland, wir haben da ein Problem, denn wenn unsere drei A's, Autos, Alkohol und Aggression zusammenkommen, dann machen sie den Straßenverkehr verdammt unsicher. Aber keine Sorge, wir Deutschen sind ja ein Land der Erfinder. Wir haben doch den Buchdruck, den Zeppelin und die Goldbeeren erfunden. Klar, dass wir natürlich auch eine Lösung haben, um unseren Straßenverkehr sicherer zu machen. Und auch hier sind es wieder drei Buchstaben. Diesmal nicht AAA, sondern MPU. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was soll denn das nun wieder heißen? Ja, fragen wir mal den Erfinder der Goldbeeren. Wie heißt das, was der Autofahrer als MPU kennt, mit vollem Namen? MPU? Thomas, musst du schon mal einen Lappen abgeben? Ich sag's nur dir, ja. Mensch, da musste der Tommy nicht nur wetten das, sondern auch noch seinen Lappen abgeben. Aber um Gottschalk und Ihnen auf die Sprünge zu helfen. MPU steht für medizinisch-psychologische Untersuchung. Und da muss man hin, wenn man sich im Straßenverkehr so sehr daneben benommen hat, dass die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis entzieht. In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor umgehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Gut, kann ja mal passieren. Übrigens, Sie müssen nicht unbedingt im Auto erwischt werden. Bei der MPU kann man auch landen, wenn man mit dem Fahrrad, dem E-Scooter oder auf dem Pferd betrunken am Straßenverkehr teilnimmt. Die medizinisch-psychologische Untersuchung soll nun garantieren, dass wirklich nur diejenigen den Führerschein zurückbekommen, die verstanden haben, warum Regeln im Straßenverkehr sinnvoll sind und man sich besser daran halten sollte. Dass bei den MPU-Gutachten alles ordentlich abläuft, liegt in der Verantwortung des Staates. Und zwar kümmert sich darum die Bundesanstalt für Straßenwesen, kurz BAST. Und die schreibt dazu auf ihrer Seite: Eine MPU ist weder eine zusätzliche Strafe, noch soll Ihnen Geld aus der Tasche gezogen werden. Vielmehr soll individuell bei Ihnen festgestellt werden, ob Sie zukünftig keine erhöhte Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen. Keine Strafe, nur Sorge, dass man eben auch geeignet ist, wieder am Straßenverkehr teilzunehmen. Sehr gut. Die Übeltäter werden auf Herz und Nieren überprüft, von ihren Sünden gereinigt und kehren als Verkehrsengel zurück. Problem erkannt, Problem gebannt. Also für mich persönlich ist es der größte Schwachsinn, den es gibt. Das ist ja alles so skurril. Also ich weiß nicht mal, was ich da sagen soll. Ich glaube, dass diese MPUs, so wie sie funktionieren, dass das in keinster Weise hilft, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Das sind die Einschätzungen von Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die schon mal in den Genuss einer MPU gekommen sind. Bei diesen drei Interviewpartnern waren das vergleichbar harmlose Vergehen. Also einer, weil er am Vorabend gekifft hatte, einer, weil er betrunken auf dem Fahrrad erwischt wurde und einer, weil er betrunken auf dem Fahrrad geschoben wurde. Sie sehen also, wir sind da in Deutschland schon durchaus streng, was die Verkehrstauglichkeit angeht. Frau Reschke,
Ich glaube, dass Sie da ganz eindeutig die Gefahren unterschätzen. Also wer sich mit 1,6 Promille hinter Steuer setzt, ja, der hat ein 25-fach höheres Unfallrisiko. Und betrunken Fahrradfahren kann verdammt gefährlich sein. Und ein Joint hat im Straßenverkehr nichts zu suchen. Ich stimme Ihnen da vollkommen zu, Frau Dr. Kruser, wirklich, ja? Also ich wollte nichts verharmlosen. Das ist Frau Dr. Kruser von der MPU-Prüfstelle. Aber die entscheidende Frage ist doch, hilft die MPU den Menschen wirklich, ihr individuelles Problem mit Alkohol oder Drogen oder Aggressionen zu lösen? Natürlich. Und sorgt sie am Ende wirklich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr? I doubt it. We doubt it also. Denn wir haben Gutachterprotokolle durchkämmt, sind durchs Handelsregister der MPU-Stellen gesurft, haben mit ehemaligen Mitarbeitern gesprochen, bei Expertinnen angeklopft, die Politik durchleuchtet, mit Dutzenden Menschen geredet, die die MPU selbst durchlaufen haben. Und so viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Da eröffnet sich eine Welt, von der man als friedlicher Bürger wirklich nichts ahnt. Reschke. Anja, aufbrausendes Temperament, steht der MPU kritisch gegenüber. Schwieriger Fall. Aber schauen wir uns die MPU doch mal genauer an. Wie ist die denn eigentlich in Deutschland entstanden? Der Verkehr in Autodeutschland muss fließen. Das wussten auch schon die Nazis, denn schließlich sind die Germanen das Autovolk. Deswegen führt das Autoland auch einen Führer ohne Führerschein. Logisch. 1937 führen die Nazis den Vorläufer der MPU ein, mit der Straßenverkehrszulassungsordnung. Anfang der 50er entsteht das Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs. Parallel dazu wird wissenschaftlich untersucht, wie viel Alkohol die Deutschen überhaupt vertragen. Und damit ist es endlich soweit. Die MPU wird eingeführt. Nun kann geprüft werden, ob man eine kontrollierte oder eine unkontrollierte Schnapsdrossel ist. Oder einfach ein genialer Künstler. Auf Geschicklichkeit allein wird sich dabei jedoch nicht verlassen. Wer in den 70ern einer MPU antritt, muss auch beantworten, welche dieser Eigenschaften auf einen zutreffen. Es macht mir Spaß, mit einem Stock Blumen zu köpfen. Als Kind habe ich ab und zu mal genascht. Ich habe häufiger Blähungen. Äußerst tiefgründige Fragen, auf die man sich für die MPU-Prüfung bei TÜV oder DEKRA vorbereiten muss. In den 80ern weht endlich ein frischer Wind bei der MPU. Die Fragen nach Blähungen wurden abgehakt und auch die Fahrsimulatoren wurden digital. Die Prüflinge sind begeistert. Diesen Blödsinn mache ich nicht mit. In den 90er Jahren bekommen TÜV und DEKRA Konkurrenz. Man darf jetzt auch bei anderen MPU-Begutachtungsstellen bunte Knöpfchen drücken, um den Lappen zurückzubekommen. Hauptsache, man hat nicht am Schnaps ab und zu mal genascht. Heutzutage sind wir in Deutschland natürlich schon weiter. Da ist ja seit den Nazis eine Menge passiert. Damit bei der MPU nicht jeder Hans und Franz einfach so durchgewunken wird, besteht die Untersuchung mittlerweile aus drei praktischen Teilen. Erstens einer medizinischen Untersuchung. Da wird die körperliche Verfassung gecheckt. Also, mit dem Finger an die Nase. Finger gegeneinander. Seiltänzerversuch. Auf einem Bein stehen. Pupillenreaktion, Blutabnahme, Urinprobe. Machbar. Teil 2 ist ein Reaktionstest. Gut, da wird jetzt nicht mit, ist ja gut, mit Gegenständen auf Sie geworfen, sondern man muss Tasten und Knöpfe drücken. Und das möglichst schnell und richtig. Auf einem Gerät, das irgendwie an Senso aus den 80ern erinnert, auch machbar. Der eigentliche Knackpunkt ist der dritte Teil, das psychologische Gespräch. Das dauert in etwa eine Stunde und der Psychologe oder die Psychologin versucht, in dieser Stunde herauszufinden, ob man guten Gewissens wieder auf den Straßenverkehr losgelassen werden kann. Es gibt dazu zwar einen offiziellen Leitfaden mit Kriterien, aber am Ende hängt der Erfolg des Gesprächs natürlich von der Einschätzung der Psychologin oder des Psychologen ab. Beispiel gefällig? Genau. Reschke, Anja. Hallo. Erzählen Sie mir doch mal, warum Sie heute hier sind. Ich möchte meinen Führerschein zurück. Mhm, deswegen sind Sie aber nicht hier. Sie sind nicht hier, um Ihren Führerschein wiederzubekommen. Sie sind hier, um Ihre Fahreignung unter Beweis zu stellen. Gut, aber vielleicht gebe ich Ihnen noch eine Chance. Haben Sie heute schon was getrunken? Vor der Sendung? Natürlich nicht. Auch kein Glas Wasser? Ich notiere zu starke Fokussierung auf das Thema Alkohol. Machen wir weiter. Sie haben doch vor kurzem ein Jahr Reschke-Fernsehen gefeiert. Mhm. Wissen Sie noch, wie viel oder ob Sie da was getrunken haben? Vielleicht so ein, zwei Gläschen Sekt? Mhm. Gläschen? Sie verharmlosen das also. Wie viele Promille hatten Sie denn da so? Schätzungsweise jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das Gefühl, Sie sind noch nicht so weit. Bereiten Sie sich gut vor. Reflektieren Sie Ihr Verhalten. Dann schaffen Sie es beim nächsten Mal. Vielleicht.
Das Gespräch erscheint Ihnen absurd. So in etwa haben es uns aber die Betroffenen wiedergegeben. Man wird richtig ordentlich in die Mangel genommen. In der MPU ist extremer Stress. Also diese Prüfungssituation, wenn man vor Augen hat, wie viel Geld das kostet. Ich habe eben auch das Gefühl, dass es bei der MPU, gerade beim Psychologengespräch, nicht um die Wahrheit geht, sondern um das, was derjenige hören möchte. Die Psychologin, die war so unfreundlich von vornherein und ja, hat tatsächlich mir auch die Wörter im Mund umgedreht. Am skurrilsten für mich bei dieser ganzen MPU ist, wie kann jemand in 45 Minuten einschätzen, was ein Psychotherapeut in 16 Sitzungen macht? Kein Wunder also, dass rund 40% der Teilnehmer durch die MPU rauschen. Und das haben wir bis jetzt ja noch gar nicht erwähnt. Das kostet nicht nur Nerven, sondern auch eine Stange Geld. Alleine eine MPU-Prüfung kostet zwischen 700 und 1700 Euro. Und falls Sie sich wundern, dass es da keinen einheitlichen Preis gibt, tja, das liegt daran, dass die MPU-Prüfung nicht einheitlich vom Staat durchgeführt wird, sondern von Privatunternehmen. Und die dürfen seit 2018 ihren eigenen Preis dafür festlegen. Diese Firmen müssen als offizielle Begutachtungsstelle bei der Bundesanstalt für Straßenwesen gelistet sein. Die meisten Prüfstellen werden vom TÜV betrieben. Also da haben wir TÜV Nord, TÜV Süd, TÜV Hessen, TÜV Thüringen und TÜV TÜV. Dazu kommen noch die DEKRA und 7 weitere Firmen, die alle an den MPU-Tests verdienen. Und weil so viele durchfallen, oft sogar doppelt. Man kann aber seine Chancen erhöhen, den Test zu bestehen. Die erste Frage des Psychologen ist, haben Sie einen Vorbereitungskurs besucht? Ja, es wird ja wirklich gezielt danach gefragt und das so oft, dass es offensichtlich scheint. Beim ersten Mal MPU hat die mich dann auch gefragt, so, hast du nicht einen Vorbereitungskurs gemacht und so? Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat sie gesagt, ja, warum? Hast du dich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt? Und wenn die sehen, dass du keinen Vorbereitungskurs gemacht hast, dann wirst du in 90% der Fälle durchfallen. Aha, der Schlüssel zum Führerschein ist also ein Vorbereitungskurs. Klingt sinnvoll, denn in diesen Kursen setzt man sich ja ganz bestimmt kritisch mit seinem Fehlverhalten auseinander. Und gleichzeitig dienen sie beim Psychologengespräch offenbar als eine Art Beweis. Da hat einer an sich gearbeitet, Stempel drauf, bestanden. Ganz schön flapsig, Frau Raschke. Aber denken Sie daran, ein Fahrzeug zu führen, ist eine ernste Sache. Also mit so einem pubertären Gehabe kann ich Sie unmöglich bestehen lassen. Es sei denn, Sie machen einen Vorbereitungskurs. Ja klar, damit Sie doppelt an mir verdienen. Ich? Nein, das darf ich gar nicht. Die Kurse werden selbstverständlich nicht von den Prüfstellen angeboten. Das wäre ja sonst ein Interessenkonflikt. Okay, und an wen kann ich mich dann wenden? Also Sie können zum Beispiel zu TÜV Süd Pluspunkt oder zur DEKRA-Akademie gehen. Aber ich dachte, Prüfer dürfen Vorbereitungskurse gar nicht anbieten. Nein, natürlich nicht. Das sind total unabhängige Tochterfirmen. Die haben mit den Mutterkonzernen nichts gemeinsam, außer Logo und Namen. Klingt komisch, ist aber so. Weil es eigentlich verboten ist, dass die Vorbereitungskurse und die Prüfung, also die MPU, vom gleichen Anbieter kommen, haben sich manche Prüfstellen einen praktischen Umweg gebaut. Tochterfirmen. Bei der DEKRA heißt sie DEKRA Akademie. Bei TÜV Nord heißt sie Nordkurs und beim TÜV Süd, wie eben gehört, TÜV Süd Pluspunkt. So bleibt es in der Firmenfamilie und mit MPU und Vorbereitungskurs zusammen kann man noch mehr Geld verdienen. Weil immerhin kostet so ein Vorbereitungskurs nach Anbieter nochmal zwischen 1000 und 3500 Euro. Diese Kosten lohnen sich aber auf jeden Fall. Sie können sicher sein, sich optimal vorbereitet zu haben und alle Voraussetzungen zu erfüllen, die für eine positive MPU erforderlich sind. Ja. Und damit erfüllen Sie nicht nur die Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen, sondern Sie befüllen auch gleichzeitig noch die Kassen der Anbieter solcher Vorbereitungskurse. Also Frau Reschke, wenn Sie Vorbehalte gegen diese Doppelfunktion bei DEKRA oder TÜV haben, dann können Sie den Kurs natürlich auch woanders belegen. Und wer bietet solche Kurse sonst noch an? Also sind das zertifizierte Psychologinnen oder ausgewiesene Verkehrsexperten? Oh, ein bisschen von allem. Also quasi zertifizierte Verkehrspsychologen-Experten. Da ist für jeden was dabei. Gehen Sie doch mal ins Internet, da ist einer besser als der andere. Hi, ich bin Hami und in diesem Video werde ich dir ganz genau zeigen, wie du deine MPU bestehen kannst. Medikamente, Alkohol, Drogen und Verkehrsauffälligkeit. Fühlst du dich gerade angesprochen? Herzlichen Glückwunsch, du hast bald einen Termin bei mir. Was denkst du ist die schwerste MPU? Sei gespannt, du wirst dich wundern. Freunde, falls ihr MPU-Probleme habt, meldet euch bei MPU King. Spannende Frage, ist Bier trinken beim Autofahren erlaubt? Einer geht immer. Das eine gute alte Fahrbier sozusagen. Hier ist eure Gina Lisa. Und falls ihr mal euren Führerschein verlieren solltet,
Dann schicke ich euch zu Clever MPU. Hol dir deinen Führerschein zurück mit Sedura, mit Sedura. Drogen, Fabio und Gina Lisa? Was ist denn aus Konsumverhalten, Selbstreflexion und Fehleranalyse geworden? Ich schwöre, wir haben hier wirklich nicht die absurdesten Videos des Internets zusammengeschnitten, sondern das ist wirklich die Quersumme von dem, was man findet, wenn man nach MPU-Vorbereitungskursen sucht. Das Problem ist nämlich, Vorbereitungskurse kann jeder anbieten, ohne irgendwas irgendwem vorzuweisen. Und so haben es auch unsere Interviewpartner erlebt. Wenn man diese Dinge googelt, wenn man diese nach Vorbereitungskursen googelt, dann landet man relativ schnell bei Angeboten, die einem wirklich so ein Coach-Vibe geben, so ein Trainer-Vibe, wo man das Gefühl hat, dass man am Ende in irgendeiner Männer-WhatsApp-Gruppe landet, wo man sich gegenseitig Nachrichten schreibt, dass man alles schaffen kann mit dem richtigen Mindset. Männer-WhatsApp-Gruppe klingt genau nach dem, was man braucht, um sein Verhalten kritisch aufzuarbeiten. Aber das Beste ist, nicht mal die Vorbereitungskursbranche selbst hält sich für seriös. In kaum einer anderen Branche, ausgenommen vielleicht mal den Autohandel, wird so viel beschissen wie im Bereich der MPU-Vorbereitung. Ah, sehr beruhigend. Aber ist das nicht der Mann mit dem Fabier? Und das ist jetzt der seriöse Anbieter. Oder ist vielleicht der hier der Seriöse? Meine Mission ist es, einfach die Berater, die scheiße sind, langfristig vom Markt wegzufegen. Okay, die MPU-Vorbereitungskursanbieter überbieten sich also auch noch gegenseitig im sich gegenseitig schlecht machen. Interessantes Geschäftsfeld. Das ist Dustin Senebald. Seine Firma Sedura überschwemmt die sozialen Medien mit Werbevideos für seine Kurse. Nach eigenen Angaben hat Sedura allein 2022 mehr als 3000 Kunden betreut und ein Auftragsvolumen von knapp 5,4 Millionen Euro gehabt. Kein Wunder, denn auf seiner Webseite rühmt sich Senebald auch damit, auch die schwersten Fälle durch die MPU zu kriegen. 1,9 Promille MPU ohne Abstinenz bestanden. 708 Punkte in Flensburg und MPU direkt bestanden. 292 Nanogramm Amphetamin MPU mit 6 Monaten bestanden. Wie bitte kriegt man 708 Punkte in Flensburg und 292 Nanogramm Amphetamin am Steuer, also Speed? Der Grenzwert liegt bei 25 Nanogramm. Wie bitte hat er die MPU bestanden? Naja, ganz einfach, erklärt er im Sedura-Video. Es war schon mal so, dass halt während des Gesprächs ich ja dann alles runtergerattert habe, das, was ich von euch gelernt habe, von der Schablone. Und da hat der Psychologe schon gesagt, langsam, so schnell bin ich nicht und langsam, so weit sind wir noch nicht. Und ich wusste schon, was als nächstes kommt und ich habe einfach drauf losgelabert. Ah, mal drauf loslabern mit Hilfe der Schablone? Ja, die Schablone. Das ist eine vorgefertigte Musterlösung. Da lernt man auf alle möglichen Fragen, die die Psychologen stellen könnten, einfach vorgeschriebene Antworten auswendig, um sie dann runterzurattern. Wir haben das in Senebald natürlich gefragt, was es mit den Schablonen auf sich hat, aber leider hat er sich nicht konkret dazu geäußert. Nur darauf hingewiesen, dass Sedura durchaus individuell berate und die Kunden in die Lage versetze, ihr früheres Verhalten zu reflektieren. Da haben wir irgendwie anders gehört von Menschen, die mal mit Sedura zu tun hatten. Mit dieser Schablone wird einem nicht klar gemacht, warum hast du den Fehler begangen? Liegt vielleicht irgendwas in der Vergangenheit, was du unterdrückt hast mit dem Konsum von Alkohol, mit dem Konsum von Betäubungsmitteln? Ja, diese ewige Selbstreflexion wird auch überschätzt. Bei Sedura steht man offenbar nicht zu, sondern über seinen Fehlern. Du musst auch ein Macher sein, der bereit ist, über seinen Fehlern zu stehen und alle möglichen Hindernisse zu überwinden. Zudem suchst du die schnellste und beste Lösung für dein Führerscheinproblem und du setzt Dinge ohne Hinterfragungen konsequent um. Ja, wir haben das Ganze dann doch ein bisschen hinterfragt. Alles, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe, kann man ganz offen bei Sedura finden. Aber wir haben uns auch Zugang zum internen Sedura-Kundenbereich verschafft. Und da kriegt man als Kunde für seine 2.500 bis 3.500 Euro noch mal ganz andere Tipps. Also ich meine, eine Story zum Auswendiglernen ist ja schön und gut. Aber manchmal reicht das nicht. Denn je nach Vergehen verlangt die MPU auch den Nachweis, dass man abstinent von Alkohol oder Drogen war. Zum Beispiel per Urinprobe. Was aber, wenn man weiter getrunken und konsumiert hat? Wenn du morgen ein Screening hast und du weißt, du hast ein paar Tage zuvor irgendetwas konsumiert, dann solltest du am Tag des Screenings einfach morgens um 5 Uhr früh aufstehen, deine Blase einmal komplett leer machen und dann 2 Liter Wasser einfach trinken. So, und wenn du dann um 10 oder 11 Uhr zu dem Institut gehst und deinen Urin abgibst, dann sehen die im Labor, dass es eine verdünnte Probe war und dann werten die es automatisch nicht. Ah, verstehe. Mach's wie die Radprofis. Fälsche deine Urinprobe. Funktioniert allerdings
Nur einmal, weil ganz blöd sind die ja auch nicht bei der Prüfstelle. Jedenfalls findet man im internen Kundenbereich jede Menge Tipps, wie man Abstinenznachweise auch von Drogen umgehen oder verfälschen kann. Und dass das vielleicht nicht so ganz in Ordnung ist, das weiß wohl auch Dustin Sehnebald, denn er redet zu absoluter Diskretion. Du redest mit niemandem darüber, aus dem gesamten Umfeld. Nur mit mir und nur mit dir. Okay, Gesetz des Schweigens. Ich hab's verstanden. Aber eins noch, man kann natürlich Fragen und Antworten auswendig lernen und Abstinenzen umgehen. Aber wie gesagt, am Ende hängt der Erfolg der MPU ja dann doch davon ab, was die Psychologin bei der Prüfung so sagt. Und da gibt's solche und solche. Und deshalb bietet die Sedura auch eine rote Liste von Prüfstellen, die man unbedingt meiden sollte. Und da steht zum Beispiel, dass die Prüfer einer bestimmten Firma korrupt seien oder bei einer anderen sehr hart. Und dass Frau X von der Prüfstelle Y voreingenommen sei und man bei der Prüfstelle Z nicht gut auf Sedura zu sprechen sei. Worauf diese Anschuldigungen basieren, hat uns Dustin Sehnebald auf Nachfrage leider nicht verraten. Aber keine Sorge, wenn Sie trotzdem zu einem Gutachter wollen, der auf Sedura nicht gut zu sprechen ist, dann hat Sedura auch dafür anscheinend eine Lösung. Sie bekommen einfach eine Teilnahmebescheinigung einer ganz anderen Firma. So wird aus Sedura ganz schnell die MPU-Soforthilfe. Im Ernst, das haben uns Sedura-Kunden berichtet. Obwohl sie vorher noch nie was mit der MPU-Soforthilfe zu tun hatten, bekamen sie von dort ihre Teilnahmebescheinigung. Sehnebald behauptet auf unsere Nachfrage, man habe keinerlei Kontakt zu besagtem Unternehmen. Verstehe. Dann haben sich unsere Zeugen und Quellen wohl geirrt. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass es bei Sedura irgendwie gar nicht so sehr um Sicherheit im Straßenverkehr geht. Kernthema war Geld, Geld, Geld und Geld in den Kopfkissen. Wie viel ist hier der Führerschein wert? Es ging für mich meiner Meinung nach nur ums Geld. Ganz schnell einen Kunden zu generieren, der dann schon mal eine gute Summe bezahlt. Ja, der Markt der MPU-Vorbereitungskurse scheint ja doch ganz schön lukrativ zu sein. Denn vergessen wir mal nicht, Menschen im AAA-Deutschland stellen ja solche Dinge an. Tja, und wer sein SUV nicht im Griff hat, muss halt zur MPU. Die Frage ist nur, welcher der vielen Anbieter kriegt denn jetzt den Kunden? Und da holen sich manche eben prominente Testimonials ins Boot oder besser in den Sportwagen. Solche wie ihn hier. Freunde, falls ihr MPU-Probleme habt, meldet euch bei MPU King. Beste Anlaufstelle für MPU. Die haben 10 Filialen in Deutschland. Was bietet ihr alles an? In 6 Wochen knallen wir dir durch die Prüfung. In 6 Wochen seid ihr durch mit eurer MPU? Dieser nette junge Mann, der hier den MPU King anpreist, ist Rapper von Beruf und nennt sich Haftbefehl, wurde mir gesagt. Und seit ich den Namen kenne, taucht er irgendwie überall auf. Danach steigt ein Mann großer Statur mit weißen Streifen am Ärmel in ein weiteres Fahrzeug ein und verschwindet. In unterschiedlichen Medien wird gemutmaßt, dass es sich dabei um den bekannten Rapper Haftbefehl handeln soll. Ja, gibt es ein besseres Testimonial für einen Vorbereitungskurs für Sicherheit im Straßenverkehr? Ich glaube nicht. Der MPU-King selbst heißt übrigens Dennis K. Und lieber Herr Haftbefehl, können Sie mir den mal kurz zeigen? Kann man das zeigen? Ja. Danke. Dennis K. hat MPU King als Franchise-System aufgebaut, wie Burger King. Und seine Partner sind vorzugsweise aus der Gangster-Rap-Szene. Besonders eng sind die Geschäftsbeziehungen mit dem Rapper Manuelsen. Der hat seine eigene MPU King-Filiale eröffnet. Und Manuelsen, gepaart mit dem Brain von MPU King Dennis K., sind ein unschlagbares Team, sagen sie jedenfalls. Mit seiner Reichweite und meinem Know-how sind wir eine gefährliche Kombination, würde ich mal sagen. Und ja, wir... Würdest du sagen, das Hip-Hop-Marketing, das bringt was? Weil gerade hier kamen schon 2, 3 Kunden rein. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Wer fährt in den dicken Autos? Wer macht auf laut, Sport, tiefgesetzt, dies, das, Rolli aus dem Fenster? Ja, klar. Laut, Sport, tiefer gesetzt, Rolli aus dem Fenster. Das ist die Zielgruppe, die Manuelsen anspricht. Und laut, Sport, tiefer gesetzt, Rolli aus dem Fenster scheint auch die Zielgruppe zu sein, die öfter mal einen MPU-Vorbereitungskurs braucht. Cleverer. Und mit Know-how meint Dennis K. vermutlich seine exzellenten Kontakte zu manchen Prüfstellen. Ja, sag mal, wie war es? War gut? Nee, war echt super. Wunderbar. War die Frau nett zu dir? Die Frau war sehr nett. Alle waren sehr nett, nicht nur die Frau. Als du meinen Namen gesagt hast, waren die noch netter wahrscheinlich. Ja. Ah, verstehe. Man sagt das Codewort Dennis K. und schon läuft's. Auch sonst läuft's im Leben von Dennis K. anscheinend ganz gut oder besser lief. Das Luxusleben des MPU-Abzockers Dennis K. mit gefälschten Idiotentests verdiente er Millionen. Mutmaßlicher Betrug mit gefälschten Idiotentests.
Wegen Verdachts auf Urkundenfälschung und Betrug hat die Polizei Köln Wohnungen und Geschäftsräume von 6 mutmaßlichen Tätern durchsucht. Ah, so, alles klar. Jetzt verstehe ich, warum MPU-King Dennis K. in letzter Zeit nur noch von Dubai aus postet. Gegen ihn und seinen Kumpel Manuelsen läuft nämlich seit Januar ein Ermittlungsverfahren. Wegen Verdachts auf Betrug und Urkundenfälschung. Na, das sind mega zwei. Wir haben Dennis K. natürlich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und ihm ein paar Fragen geschickt. Lieber Dennis K., was sagen Sie zu den Ermittlungen gegen Sie? Haben Sie mit Ihren Vorbereitungskursen wirklich Millionen verdient? Was genau ist das Know-how, von dem Sie sprechen? Sowas halt. Und Dennis K. hat auch sofort geantwortet. Mit einem Satz. Es zahlt ihr. Wahrscheinlich meint er, was zahlt ihr? Aber kennt man ja. Autokorrektur. Manuelsen hat uns übrigens gar nicht geantwortet. Der wollte nicht mal Geld. So. Aber wie unsere Recherchen ergeben haben, geht es bei den Ermittlungen nicht nur um Dennis K. und Manuelsen, sondern auch um eine offizielle, von der Bundesanstalt für Straßenwesen begutachtete MPU-Prüfstelle, nämlich die ABV Köln. Das ist übrigens die, wo alle so nett sind. War die Frau nett zu dir? Alle waren sehr nett. Per Pressemitteilung lässt ein Anwalt der ABV Köln mitteilen, dass der Verdacht nicht zutreffe. Okay, fassen wir mal zusammen. Dass MPU-Vorbereiter miese Geschäfte machen können, weil sie von niemandem kontrolliert werden, wissen wir jetzt. Aber wenn eine von der BAST begutachtete Prüfstelle in diese Geschäfte verwickelt ist, dann ist das ja nochmal eine andere Nummer. Was sagt denn die BAST dazu? Haben wir sie gefragt. Haben sie geantwortet, dass ihnen... keine offiziellen Informationen zu den von Ihnen geschilderten aktuellen Ermittlungen vorliegen. Die Bundesanstalt für Straßenwesen weiß nicht mal, dass gegen eine Prüfstelle Ermittlungen im Gange sind. Wie kann das denn sein? Die soll doch die MPU-Prüfstellen überprüfen. Die können sogar unangemeldet bei den Prüfstellen vorbeikommen. Steht so in ihren Richtlinien. Von der Bundesanstalt für Straßenwesen können Begutachtungen vor Ort auch unangemeldet durchgeführt werden. Ja, eben. Und wie oft machen die das? Danke für die Nachfrage. Bislang haben wir von der Möglichkeit, unangekündigte Begutachtungen vor Ort durchzuführen, noch nie Gebrauch gemacht. Ach so, ja, nee, klar. Kein Stress, ne? Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass solche Ungereimtheiten gar nicht so selten sind? Prozess wegen gefälschter Idiotentests. Verkehrssünder legten einen Bonus von 1.000 Euro auf den Tisch und kamen garantiert wieder zurück auf die Straße. Erpressung und gefälschte TÜV-Gutachten. Gericht verurteilt Betrüger-Ehepaar zu mehrjährigen Haftstrafen. Verteidigerin, die ganze MPU ist eine einzige Farce. Verstehe. Oder um es in den Worten von Mr. Fabio zu sagen, in keiner anderen Branche, außer vielleicht im Autohandel, wird so viel beschissen wie in der MPU. Geil. Denn das kann ich Ihnen am Ende unserer Sendung sagen. Je tiefer wir uns in das Thema eingegraben haben, umso fassungsloser waren wir, was sich dafür Gestalten tummeln. Da verordnet der Staat eine Sicherheitsmaßnahme für den Straßenverkehr, die ja grundsätzlich gut ist. Es passieren immerhin um die 300.000 Unfälle mit Personenschaden pro Jahr. Aber dann überlässt er das komplett ungeprüft irgendwelchen halbseidenen Unternehmen? Und deshalb bleibt am Ende das Gefühl, das auch unsere Gesprächspartner teilen. Dadurch, dass das ganze System so schlecht ist, macht es mich einfach persönlich immer noch so wütend, wenn ich drüber nachdenke, wie das abläuft, und dann finde ich, hat sich das absolut gar nicht gelohnt. Dieser ganze Mechanismus dahinter und es ist schon erschreckend, was sich da so auftut. Ich habe immer das Gefühl gehabt, eine MPU ist etwas, was man sich erkaufen kann. Frau Dr. Kruse, das ganze MPU-System scheint mir wirklich ein Einfallstor für dubiose Machenschaften zu sein. Wie nehmen Sie das denn in Ihrem Alltag wahr? Tja, also... ich würde Ihnen da wirklich, wirklich, wirklich gerne bei weiterhelfen. Aber ich muss leider los. Ich muss meinen Flieger nach Dubai erreichen. Tschüss! Weg ist sie. Tja, so schnell wird aus dem AAA-Land ein BBB-Land. Bestehend aus Bürokratieversagen, Bargeld und Betrug. Das war Reschke Fernsehen. Vielen Dank an Esther Schweins, guten Flug. Reschke Fernsehen sehen Sie wieder im April, aber bis dahin natürlich jede Woche bei Insta und TikTok. Und bitte passen Sie auf, wenn Sie morgens zur Bäckerei gehen. Ich überlege mir mal, ob ich jetzt umschule zur MPU-Beraterin. Das scheint sich ja zu lohnen. Wenn nicht, sehen wir uns wieder hier im Ersten mit neuen Folgen oder in der ARD-Mediathek. Tschüss!